Moin. Hier ist wieder euer Robin für euch. Ja, in der letzten Folge habt ihr es mitbekommen. 40 Minuten allein im Dienst. Ja, ist zwar nicht ganz so schön. Ich habe jetzt eine Einzelfolge rausgemacht, damit ihr mal seht. Auch das ist der LSPD-Dienst. Und ja, ich warte jetzt auf den Kollegen. Das heißt, am heutigen 15.02. wieder. Drei Folgen. Ja, so sieht das mal aus. Heute 5 Folgen für YouTube aufgenommen. Das heißt, 10 Tage sind schon wieder abgedeckt. Das heißt, aktuell bis Anfang April habe ich Videos. Also alles super, alles schick. Ja. Mal gucken. Müsste eigentlich alles reichen. Mein Auto dahin steht ganz alleine. Jetzt weiß ich nicht, ob der Kollege aus dem Aufzug kommt, aus dem Umkleideraum oder von da oben. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Genau, die 4 Folgen habe ich schon vorproduziert. Das ist die, die ich gerade aufnehme. Den Taser wollte ich jetzt eigentlich nicht rausholen. Kam ich eigentlich schon in die Straße. Eins mit eintragen. Geht gleich wirklich in den Feierabend.
10 für Evenscom. Ja. Kommst du mal bitte runter? Hier steht dieser Sky Diamond. Du hast ihm eine Strafe für Alkoholprohibition irgendwas gegeben? Ich habe niemandem irgendwelche Strafen für Alkohol oder sonstiges gegeben. Bitte was? Hab ich nie. Ich kenne nicht mal Sky Diamond. Komm mal kurz runter. Wo denn hin? In der Garage. Okay, bevor ich komme. Also ich warte jetzt auf 14 Minuten. Dann haben wir 20 Minuten. Kommt dann keiner. Fahren wir durch die Stadt und haben ein bisschen Spaß. Dann ganz ehrlich. Also heute an diesem Mittwoch ist es ganz schön träge hier im Dienst. Sonst ist die Hölle los. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo eine Veranstaltung ist in Los Santos, was ich verpasst habe. Oder nicht. Okay. Serverneustart in 25 Minuten, okay. Ja, wir haben jetzt NPCs auf dem Server, die jetzt so wie auf FMRP quasi auf der Strecke fahren, auf der Straße. War auf FMRP natürlich ganz schön krass. Aber okay. Wo ist denn der Kollege, der jetzt mit mir fahren sollte? Tief durchatmen, alles wird gut.
halte ich mich mal ein bisschen fit. Komm, dann laufen wir noch mal weiter. Man muss sich ja auch fit halten. Ach ja, Sport soll fit halten. Also ich weiß nicht, mit wem ich Streife fahren soll. Also ich warte jetzt echt noch geschlagene 7 Minuten. Ist bis dahin keiner da. Machen wir uns was Schönes. Ihr seht's ja selber. Ist keine einzige Streife draußen. Evans und Brick stehen zwar drin, aber... Evans von Kane. Ja, Evans hört. Soll ich jetzt nochmal mit hochkommen oder kann ich ruhig hier unten bleiben und losfahren? Du kannst jetzt schon mal auf Streife gehen mit dem Kollegen, der wartet da schon fast eine Stunde jetzt auf dich. Ja. Danke dir. Darf ich? Ja. Ja, Sie dürfen. So. Anschneiden nicht vergessen. Ja, ich habe voll Verständnis, wenn es wichtige Sachen zu besprechen gibt. Ja, der schlief aber nicht. Ja. Ja, ich war heute Mittag für eine, ich glaube für 10 Minuten im Dienst.
bin dann irgendwann in Zivil rausgefahren, also ganz normal umgezogen, ausgelockt, abgemeldet vom Dienst. Massenunfall. Ganz komisch. Ja, aber Sie wissen, dass Sie nicht alleine sozusagen... Nein, ich war ja nicht im Dienst. Ich war ja nicht im Dienst. Ich war ja ganz normal abgemeldet. Ja, das waren die Ureinwohner. Das passiert des Öfteren. Ah, okay. Gut. Einfach ignorieren. Okay, also sowas wie da vorne ignorieren. Genau. Fangen wir mal am Bürgersteig. Okay. Ja, ja. Ignoriere das da einfach mal. Diese Person da hinten, meine ich. Ach so. Ja, dann die sind auch ein bisschen... Ah, ba, 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 ba. Ich hab nichts gesehen. Sind heute alle hier ein bisschen selbst gefährdet. Naja, alles gut. Wo kam der jetzt her? Der stand neben uns. Ist dann rechts rübergezogen und hat einen U-Turn gemacht. Auch nicht schlecht. Ja. Der stand quasi rechts neben uns, hat einen U-Turn gemacht und sie voll rein. Aber nicht beachten. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich auch nicht. Also ich habe es schon mitbekommen, aber ja. Ist halt ein Ureinwohner, die sind halt ein bisschen gaga. Ich weiß. Ein bisschen viel gaga. Ja, mein Gott. Ja, müssen sie sich dran gewöhnen. Ich hab mich dran gewöhnt, mir ist das egal. Was halten Sie vom neuen Gesetz? Ich hab nur nicht richtig nachgeguckt. Ah, oh, liest sich gut, der Passus. Wenn nicht, können Sie es mir ja kurz mal vorlesen, dann weiß ich es, dann muss ich nämlich nicht nachgucken. So, einmal schnell gucken. Aber ich bin ein ziemlich fauler Mensch. Ich guck mal eben. So. Ich muss mal eben gucken, weil das ist so viel. So, einmal gucken. Muss erstmal gucken, wo ich es finde. Die Bücher sind so lange. Was kommst du mal? Okay, ich find's gerade nicht. Ah. Ja, es geht immer mit der Ruhe. Ich hab die vorhin spontan gesehen, aber so viel Text. Ja, mit dem Urlaub haben Sie gesehen bei mir? Ja, das haben wir gesehen. Wunderbar. Das war auch bestätigt. Ja, habe ich gesehen. Nicht, dass Sie wundern, dass ich nicht im Dienst komme. Weil der Flieger geht. Morgen werde ich nochmal wahrscheinlich eine Schicht machen und morgen Abend gegen 11 geht dann der Flieger nach Europa. Ja. Da feiert man so ein kleines Fest, das geht halt ein bisschen länger. Ja, alles gut. Ist ja kein Thema. Muss mal kurz vorne rufen. Alles gut, kein Problem. Hallo, hast du denn nochmal einen Moment für mich? Telefonisch reicht auch. Ich hatte ja mit Evans das eine Mal ein Gespräch. Da hat er letztens zu mir gesagt, man hört aus verschiedenen Ecken, dass ich nur über mich beschwert wird, was ich denn für eine Scheiße mache und mache, was ich will. Wollte jetzt nochmal von dir hören, ob du da was gehört hast, weil ich habe viele Leute gefragt, oder verschiedene Leute, die mit mir eng zusammen sind,
wir dem noch sehr viel tun und alle haben gesagt, nö, du bist ein Tick Fee hier. Der war zu schnell, oder? Okay. Ja. Der war zu schnell, immer noch. Ja. Verfolgung aufnehmen? Ja, aber er meinte ja speziell von mir. Nur. Also nicht irgendwie Fahrverhalten oder so oder irgendwas mit den Officern mit rumstehen, sondern speziell von mir. Dass ich wohl nur mache, was ich will. Okay. Hi. Ja. Wollen Sie mitkommen? Ich brauche mein Auto, das ist irgendwie auf dem Abschlepphof unterwegs. Ah, okay, ich weiß nicht, ob LST da ist. Gut. Ich wollte nur wissen, ob du da was weißt. Ja, ich weiß nicht, ob LST da ist. Die haben den Schlüssel fürs Tor. Ja. Ja, alles gut, ich gucke, ob. Ja, alles gut, ich wollte einfach nur wissen, ob du da irgendwas gehört wenn hast. Ich kann deswegen. Ich hier ja selber ausparken, sofern er da ist. Okay, ne? Alles. Nee, es geht nur noch mit LSC. Ja, okay, alles klar, also, ich Bescheid. Okay. Juhu. Juhu, ciao. Nee, aber wir sehen uns später. Was kann ich für dich tun, Pika? Nix, der Herr wollte mit mir reden und mich fragen, ob ich mit will, aber ich brauche mein Auto, ich habe kein Auto. Du kommst jetzt mit hier, Orange. Sonst wirst du gleich getasert. Nein, Spaß. Alles gut. Okay. Ja, bei dir. Abschießen. Oh, Mensch. Ich habe extra abgeschlossen, dass sie nicht rausspringen. Doch, die können immer noch rausspringen. Ah, okay. Auch mit geschlossener Tür. Ich bin raus, Mensch. Aua. Mensch, Fieber. Mensch, spring doch nicht einfach raus. Das kannst du mir doch nicht antun. Oh, das kenne ich irgendwoher von mir. Hm. Echt, ey. Ja. Leno? Was denn? Wo hast du sie gestreichelt? Ich kann sie gleich mal wo ganz anders streicheln. hallo? Wir haben doch gleich Kaffeepause, da reicht es. Oh, ich glaube, wir haben sitzt Arbeit. Du sitzt gerne unter mir, ja? Was denn? Weil du sitzt gerade genau unter mir. Heinz-Dieter Schmidt, hallo, hier ist ein Tourist, der den ganzen Verkehr aufhält. Kommen Sie schnell, ja. Meter weiße Stau. Ja. Status, egal, oder? Hab ich dir schon wehgetan, Pika? Es geht. Ich will nochmal untersuchen. Ja, untersuch mich. Warte mal, ich fühle den Puls. Ey, steh doch nicht auf. Ey, will ich einmal untersuchen, steht so auf. Echt. Bei mir liege ich noch, keine Sorge. Einmal Medic-Profi hier. Okay. Du bist der beste Medic. Ja, ne? Wenn ich vom Dach falle. Wer fällt doch bitte vom Dach? Hi, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, das weiß ich. Ja, okay. Dir geht's gut, du kannst heute noch arbeiten. Achso, okay. Ansonsten gibt's eine Suspendierung, gleich Spaß. Okay, ich komme ja schon später. Nein, alles gut. Nimmst du mich mit auf Streife, Linus? Cody ist ja nicht da, weil Cody wollte eigentlich mit mir auf Streife. Ja, dann nehme ich euch zwei mit. Perfekt. Super, ich brauche jetzt mein Auto. Nee, auch wenn das Auto abgeschlossen ist, aussteigen kann man immer. Und nicht vergessen anzuschneiden, ne? Ganz wichtig. Ja, hab ich. Alles gut. Ich habe gestern schon mal einen Kollegen mit 100 km/h aus dem Auto Oh. Alles was? Gut, das sind Heli gewesen. Okay. Die fliegen manchmal in irgendwelche Tower rein jetzt, und das ganz normal. Okay. Haben Sie vorhin den gelben gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Den wollte ich auch kurz verfolgen, aber der war dann schon weg. Nee, der hat ja umgedreht, als das Telefon gerade kam entgegen. Ich weiß, dann bin ich auch hinterher. Ja, hab ich gemerkt, aber ich glaube, Pika ist wichtiger. Es geht um Menschenleben. Ja. Nee, oder? Ja, ist gut. Das ist wichtig auch. Geht um Menschenleben. Nee, aber, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ein bisschen schneller hin. Alter, ich super. Ja, genau, jetzt weiß ich's. Das Auto ist nicht das Beste für Verfolgungsjagden. Ja, ist ja gut. Oh. Okay. Mal diesen Herr Schmidt anrufen. Ich guck mal eben.
Ich rufe ihn an, alles gut. Okay. Guten Tag, Herr Schmidt, LSPD hier. LSPD hier. Sie haben Dispatch uns geschrieben und jetzt bin ich hier, aber Sie sind weg. Ja, alles klar. Das kommt ja. Da. Ich sehe Sie, alles klar. Auto stehen lassen und raus. Anders regeln. Nein, Moment, das regeln wir noch kurz anders. Ich kümmere mich dann. Okay. Okay. Also ich wusste ja nicht, dass der Ferrari so stark ist. Doch, niemals aussteigen. Niemals aussteigen, wenn der Verkehr... Wenn der Verkehr verärgert ist, dann passiert nämlich sowas. Alles gut, mir geht's gut. Holy shit! Ja gut, aber jetzt ist rot, jetzt können sie dafür auch nix. Ah, ich weiß, woran es liegt. Jetzt sollten die eigentlich fahren. Aber die Ampel ist rot, oder? Ne, ist grün. Jetzt ist grün. Nein, jetzt fahren sie immer noch nicht. Ja, macht nichts. Können wir jetzt auch nicht. Fuckface! Ja, alles gut, der rennt weg. Ich danke Ihnen aber trotzdem. Jo, bitte, bitte, bitte. Ich denke mal, jetzt löst sich schon alleine. Naja. Anschneiden nicht vergessen. Jo. Oh, das ist aber ein kleiner Stau. Ja, mein Gott, passiert. Ach schön. Fahren wir zurück zum LSPD? Kaffeepause? Haben noch 4 Minuten, alles gut. Und dann kann man die auch auf der Straße abhalten, weil das Auto verschwindet ja nicht. Ah, okay. Solange man es abschließt. Also alles gut. Dann ist doch gut. Wir sollten uns mal bitte bei Strafe 2 eintragen. Ich habe mich vergessen. Ich habe mich bei Strafe 1 eingetragen, weil die beiden... Nee, die sind auf Strafe 1, wir sind Strafe 2. Ja, aber die sind nicht unterwegs. Gerade nicht, weil die Bürokratie zu tun haben. Trotzdem bei Strafe 2 eintragen. Genau. Gut. Ist ja eigentlich auch egal, unter welcher Streifen wir stehen. Wir sind ja immer noch auf Streifenfahrt. Ne? Ja, und wenn wir auch... Und wenn auch Streife 1 nicht unterwegs ist, also gar keine Streife 1 ist, kann man sich ja trotzdem egal wo eintragen. Die können jetzt auch einfach Streife 4 sein. Okay. Ne? Naja, geht nur darum, dass man weiß, dass wir gerade auf Streifenfahrt sind. Ja, heute soll ja auch das Ergebnis vom Gutachten feststehen. Na, okay. Bin mal gespannt. Aber eigentlich... Also, die Fragen, die ihr gestellt habt, waren schon knifflig, aber ich habe sie wahrheitsgemäß beantwortet. Jetzt liegt es am Arzt. Ja. Und an Frau Briggs. Der Arzt kann ja auch sagen nein und Frau Briggs sagt trotzdem ja. Ja, werden wir dann sehen, wenn das. Jojo. Fertig ist. Ja, zum PDM muss ich heute Abend auch noch hin. Wie meinst du jetzt? Naja, ich will eventuell heute Abend noch ein Auto abholen. Ah, okay. Eventuell ein viertes oder fünftes, je nachdem.
Mhm. Ich will nämlich kleine Autos kaufen und die gewinnbringend dann verkaufen. Wenn das nicht illegal ist, ich muss das nochmal abklären. Ist ein Nebengewerbe. Ja, deswegen ja. Und ohne Gewerbelizenz ist es illegal. Ja. Ja. Deswegen muss ich das nochmal absprechen, ob ich irgendwo eine Lizenz herbekomme beim DOJ. Vorsicht, da vorne ist eine Rakete. Eine Rakete. Ein Auto. So, Auto abschließen. Bleiben wir drin sitzen. Ne? Gute Besserung. Wir gehen jetzt einmal kurz schlafen. Gute Nacht. So. Channel switched. Ja, schwierige Folge, die ersten 40 Minuten. Ich lade sie so online. Und ja, jetzt haben wir ja jemanden, der mit uns Streife fährt. Also alles gut. Jetzt müssen wir kurz warten. Bis 16 nach. So, einmal wieder den Sound ausmachen. Für den Sound zum Reinladen. Ihr seht nochmal ein paar schöne Impressionen von Good Old. Die 13 wieder 10, 1 im Dienst. Abfahrt. Ja, im Moment, ich muss erstmal in Funk gehen. Achso. Alter, Mann, ist kein D-Zug. So alt sind sie doch gar nicht, sie sind 29. Funk, check. 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 Sie sind doch 29, oder? 28. Ah, nur 28. 07, Funk, check. 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 07, 10, 1. Hallo. Wir sind unterwegs. Ich bin mit Klaus unterwegs.
Frage, müssen wir Pika jetzt noch abholen? Nö. Okay. Die meldet sich dann schon, wenn sie da ist oder was braucht. Rainy cars on the road. Na, fahren Sie links oder rechts dran vorbei? So, ich dachte, da läuft gerade jemand. Nee, da war keiner. Nee, es war nur ein Motorradfahrer. Alles gut. Nur. Mann, renn doch nicht weg. Hallo, Franzl. Na, alles fit? Ja, ich wollte dich gerade umfahren, aber nein, du rennst weg. Nö, will ich nicht. Ich muss mal kurz meine Cap absetzen, sonst krieg ich Ärger. Jo. Hätten wir den Halt beim MD machen? Ah, du und dein MD. Ja, vorher kann ich gleich mal, kann der Herr Sauerstein gleich mal das dann gut abfahren. Nee, das wird ja digital direkt an Frau Blix und Frau Herr Evils geschickt. Ach so. Da geht's ja. Ich bin umgeknickt, ich Baumpflaster. Ja, bist du umgeknickt. Ich kann auch einmal gleich pusten, dann ist es auch weg, der Schmerz. Ah, weiß ich nicht. Ich brauch trotzdem Pflaster. Ich bin auch umgeknickt, ne? Deswegen halt auch. Cool. Mein Finger knickt immer um. Nein, Spaß. Natürlich bringe ich dich zu meinem Liebling. Wunderbar. Zu meinem zweiten Job. Nebenjob sagst du, ja? Ja. Hört sich gut an. Nebenbei bin ich ein Dealer. Und es ist niemand weiß. Ja. Ich auch. Ich verpflege die Leute nebenbei. Genau. Mit Kokain, Heroin, Steroide, alles, ne? Ja, ab. Medizinisches Weed. Ganz wichtig. Ja, stimmt. Das darf man gar nicht vergessen. Gibt's nur beim Franz? Wollen wir dann gleich weiterfahren oder kann ich mir gleich einen Kaffee holen oben am Automaten? Können Sie gleich einen Kaffee holen? Wir müssen ja warten, bis der Herr dann da fertig ist. Ja, weil der Franz muss auf die Sisi warten. Achtung! Hey, bleib gleich! Idiot! Alle können hier kein Auto fahren, Mensch! Alle fahren hier immer zu schnell! Ich hatte heute schon eine Komplikation mit so einem Kopflosen. Ich hab gerade einen geschlagen. Ich wurde angeschossen und wurde dann überfahren. Überfahren ist ja okay. Dann habe ich einen niedergeknüppelt und dann wird mir rot vor Augen, dann bin ich da oben gelegen in ein paar Liter Dings. Send ich was. Schön. Adopfer. Musste ich erstmal auf Jack warten. Adopfer. Ja, ich bin zum Glück nicht bewusstlos gewesen. Du Opfer. Ich Lauze. Warte. Sonst kriegst du gleich den Knüppel. Erst aussteigen, wenn wir stehen. Nein. Er macht das doch mit Absicht, guck ihn mir an. Hund. Erst will er mich da und hier Okay. Ich wollte schon fragen, machen Sie Sport oder alles gut? Ich verzweifle. Okay, dann haben wir hier Arbeit für Sie. Warte, ey, der Franz. Was machen gerne die, Ach ja. Man hört sie durch die Decke. Heulen sie leise, Chantal. Entschuldigung?
Der Herr, Sie können dieses Empty auch sehr gerne verlassen, wenn Sie nicht passt. Und nennen Sie mich noch einmal Chantal. Ach so. Heißen Sie nicht Chantal? So wurden Sie mir vorgestellt. Von wem? Von? Ich weiß es nicht. Letztens stand ein Kollege, der nannte Sie Chantal. Ja, wer? Ich kann den Namen nicht. Ich weiß den Namen nicht. Wie sah er aus? Keine Ahnung. Das war vor 2-3 Tagen. Deswegen, also nichts gegen Sie, aber ich kenne Sie nur unter Chantal. So rum da oben. Schnauze da unten, sonst knallt. Und wer wäre das gewesen? Können Sie mir irgendwie. Was für eine Farbe oder Uniform? Ja, so wie Sie aussehen, also natürlich die männliche Uniform. Ach, einer meiner Kollegen. Ja, ja, nicht unsere, ihrer Kollegen, genau. Meine Kollegen kenne ich. Ja, aber wie sah der denn aus? Ja, ich habe Gewissenslücken. Auch schwarzes Oberteil, oder? Ja, genauso wie Sie aussehen, bloß halt als männliche Uniform. Ich kann es Ihnen echt nicht sagen. Ich kann Ihnen sagen, niemand... Oder war es weiß, oder war es grau? Ja. Ich in meinem Kopf ist gerade eine Blase. 86 und 16 fährt eben zum Feuerwehr. Sind aber gleich wieder ansprechbar. Ja, okay. Ja gut, mein Name ist nicht Chantal, bitte nennen Sie mich auch mal. Also. Okay, gut. Dann tut's mir leid. Was kriegen Sie als Entschädigung? Alles gut, nichts. Hat mich dem Herrn hier da drüben als Chantal vorgestellt. Ich würde sehr gerne wissen, wer das ist. Als Chantal? Von wem? Von ihm hier raus? Wild, okay. Ja, klär ich mal. Gleich mal zum DOG einen neuen Namen beantragen. Nee, nix da. Es ist immer noch kein G, es ist ein J. Oh Mann, Alter, echt nie! Nee, nein! Doch. Die OG, wenn du in die Schießerei geht, sind wir dabei. Die OG. Nein, ich kann nicht mehr. Macht mich alle psychisch fertig, echt. Sagst du? Psychisch? Ich bin 2 Minuten im Psychisch. Ich hab psychisch gesagt, vielleicht kannst du auch einfach nur. Heißt das nicht physisch? Nein, das ist psychisch. Nein, wir machen ihn psychisch fertig. Mensch, was soll denn das Jahr? Ich würde ja gerne, aber ich darf nicht. Weil aber sonst kriege ich Stress mit Kane und dann bin ich mein Job beim LSPD los, deswegen darf ich es nicht. Ich darf das. Ja, ich weiß. Ich darf alles. Ja. Ich glaube, bei dem Herrn hier drüben müsste man die Fahreignung mal anzweifeln und Test durchführen. Warum? So halt. Das ist gemeingefährlich. Profifahrer. Ja. Ja. Ich fahre mit 80 momentan durch die Stadt, also das richtig, und das kann ich bestätigen. Das ist schön, und mit 80 fährst du in die PD-Garage und versuchst mich über den Haufen zu fahren. Also ich habe nichts gesehen, sie standen da nicht. Ja. Sie sind voll ins Auto gelaufen. Das ist was anderes. Ah ja. Ja. Wie war das? Bei den Kollegen brauchst du keine Feinde? Nein. Also wenn dieser Kollege was tun würde... Ich verstehe ja, dass ich Trainee bin, aber müsste mich jagen. Franz, es geht so, ob Freund oder Feind, ich töte jeden und arbeite, um einmal am Ziel zu kommen. Guten Tag, wie kann man helfen? Wer ist 10-1? 87. Ehrenhaft, ich fühle dich auch ab. Das Trainee-Mobil ist unterwegs, Abfahrt. Ja, los, holen wir den Stinkstiefel. Was? 01, 10-01. Hallo, jetzt mal. So viele Leute habe ich keinen Platz mehr. Achso, es sind ja 3 Trainees und 2 offen. Ja, wir holen Pika ab. Wir holen Pika ab. Einmal. Ach Junge, das Auto macht mich fertig, ey. Nimmst du Charles mit? Nimm mal die Finger weg vom Bügel hier. Jetzt.
Nochmal aufsperren. Ja. So. Nee, Herr Sauerstein, ich einer sperrt immer auf. Wir haben gerade auch aufgesperrt. Das macht immer nur einer und das ist der. Ja? Richtig, sonst gibt's hier wieder 50 von den Pidiotos. Gesundheit. Soll ich Ihnen noch eine Flasche Eistee rüberreichen? Nein, danke. Okay. Pika hat gefragt, ob ich mit ihr fahren kann. Ich habe keinen Platz für 5 Leute. Warum? Nee. Kofferraum. Wie viele Orts haben wir jetzt? Ich meine 2 Officer, 3 Trainees. Herr Sauerstein, wir müssen sich ja nochmal umziehen, ne? Ich weiß. Gut. Hallo, junge Dame. Wie viele Officer haben wir im Dienst, die aktiv jetzt auch auf Steife können? Weil mein Auto ist gerade dann gleich 4er besetzt mit Charles, ne? Aber ich habe langsam keine Plätze mehr. 3 Trainees insgesamt. Ich bin der Einzige. Ja, geil. Mit rechts ranfahren und anhalten. Ja, ich hoffe, die sagen es falsch, dass ich aus dem Auto springen kann. Ich will das eine unbedingt nachmachen. Jo. Bis gleich. Franz, ganz wichtig, ne? Wenn ihr die Prüfung macht, sagt bitte einmal aussteigen und dann rechts ranfahren, ja? Okay. Macht das bitte. Ich hab so Bock drauf. Du willst natürlich auch einfach aussteigen, ja? Ja. Andere Seite. Servus. Volle Bude, Junge. Ja klar, heiß begehrt bin ich hier. Na gut, ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Warum? Der Herr Kane oder wer ist es? Ein nicer Typ. Naja. Ist das der Herr Kane? Doch, ja. Weiß. Herr Kane, ja. Nein, alles gut. Alles, was weiß ist, ist Herr Kane, okay? So, Herr Sauerstein, wir ziehen Sie jetzt erstmal kurz um. Haben Sie da noch 850? Stopp mal, ich guck mal, ob ich Geld habe. Nein, ja. Ich habe kein Geld dabei. Ah, ich habe genug dabei. Ich habe 4.500 auf der Hand. Müsste passen. Ich glaube, die 87 kann Ihnen Geld geben. Ich habe kein Geld. Ich habe genug Geld, alles gut, passt schon. Der ist jetzt auch ein Geringverdiener. Ich habe kein Geld. Ach ja, stimmt, der ist jetzt Geringverdiener. Ist jetzt das auch Konto, bei der Pol. Das Konto sagt ja auch noch was anderes, aber. Wollen die Trainees dann auch noch mal mitkommen oder komme ich mit Ihnen alleine? Nee, die kommen alle mit. Als Sicherheitsschutz. Natürlich, Trainings als Sicherheitsschutz. Mann. Mal mit ihm einkleiden. Ich weiß die Nummer nicht. Bist du ready, Kollege Schnischu? Ja, sicher. Ich warte nur auf Anweisungen. Torso 464. Also wir fangen oben an. Wir fangen oben an, ja. Torso welche? 464. Ja. Genau. Einfach blau machen. Ja, alles gut. Blau? Ist das Blau? Es war ein ja. Okay. T-Shirt 122 hast du ja. Ja. Arme 35 ist bei mir. Ich hatte 11. Ja. Hose 167. Ja. Und Farbe, die das du blau an der Seite hast. 1 oder sowas ist das, genau. Ja. Ne, ja. Ja, so.
Ja, Schuhe hast du schon. Das, Schuhe 25? Ja. Schuhe 25. Wurde es egal. Und Schussfeste 10 hast du auch. Passt. Hammer. Okay, Trainee aus Rüstung. Und damit ist es drin. Ja, ich habe mir das andere ja auch abgespeichert, wenn ich da mal Officer bin. Hervorragend. Also ich nenne gleich mein Auto um in Trainee-Mobil. Okay. Bild. Ah, wir sind die Coolen. Ich sitze auch wohl gerne mal hinten. Ich wurde heute schon angeschossen. Guckt ihm. Alle gucken parallel rein. Fangen wir nicht an. Jo. Das, rufen wir das MD dann dazu? Oder was? Wenn das vielleicht das anonym sind? Das ist direkt vorm PD. Aber das ist anonym. Naja, das fahren wir nicht hin. Ja. Weil ich weiß, wer das wahrscheinlich ist. Ja, der von vorhin. Oder was? Ja. Wer hat die Markierung gesetzt? Ich glaube, das war ich. Okay. Schon weg. Ich weiß, wo das ist. Ah, okay. Alter, echt, ey. Ich finde, blau steht mir auch irgendwie besser als schwarz, oder? Naja, ich finde das blau an sich, also blau an sich ist ganz cool, weil es so eine Police Academy Vibe, aber an sich sieht halt schwarz viel besser aus. Ja, ja. Soll ich dir was sagen? Ich wollte ja schwarz für die Captain, aber ich durfte ja nicht. Wurde mir verboten. Weil du ein Idiot bist. Nein. Doch. Weil ich einfach höher rein hier bin. Ich glaube, das ist es nämlich. Ja, machen wir nichts, wie ich sagen. Nö. Die stehen vernünftig bei mir. Machst du? Was machst du? Ja, Digga, mach unser Auto kaputt, um die scheiß kopflosen. Das hat mich getriggert, dass es auf der Seite lag. Alles wohl leider mit dem falschen Fuß aufgestanden, mein Gegel. Ja, und dann werde ich Sachen mit dem Idioten reden. Hä? Schnauze. Wer ist denn jetzt ein Idiot von uns dreien? Den. Ah, okay. Der unser Auto kaputt macht, um kopflose. Ganz ehrlich, der Fahrer zahlt. Das ist richtig. Mach ich auch. Der Großverdiener. So. Großverdiener. Geringverdiener. Ja. Das Rich Kid. Ist klar. Also ich habe jetzt schon 4 Autos und kaufen wir heute wahrscheinlich schon wieder 2. Nee, ich sag nichts dazu. Ja. Das ist besser so, ja. Nicht, dass es sich wirklich noch vorkommt, den Geringverdiener. Was du will? Ach, jetzt komm. So, mal gucken hier, ey, ich hab eigentlich gar keinen Bock hier irgendwas zu machen jetzt gerade. Ist anonym. Was ist das? Das möchte sich gerne vorstellen. Das Dion möchte sich gerne vorstellen, wir stehen in der Lobby. Absender Michael Davis. Also okay, irgendwie kommt mir das Haus hier ganz bekannt Nein. vor, ne? Was machst du denn? Was machst du denn hier zu Hause? Drogen. Ah, nee, die Autos stehen leider nicht draußen, schade. Frage, wie sollen zum DOJ kommen? Ist das, müssen wir es anfahren? Nein, das ist für die Führungsebene. Okay. What low is okay. Mann, Alter. Können die alle nicht funken oder was ist da los, Junge? Inkompetentes PD. Ja, die sind noch beim FD, oder? Was ist das bodenlos? Nein, pack den LT. Oh, nein. Wegpacken, das scheiß Ding. Also. Gut. Ist ja ganz funny so mit den Kopflosen, ne? Aber was die hier teilweise für Sachen machen. Ja, ne? Bin echt strange irgendwie. Müssen wir einen Dispatch angucken, vielleicht kann ich das auch regeln. Hast du dir angucken? Hört? Ah, guck mal. Ich kann gerade nicht reden. Der letzte. In der Lobby. Ja, mit dem habe ich gerade telefoniert. Mit dem Herrn vom DOJ. Der fährt jetzt wieder. Wir treffen uns gleich mit ihm. Ah, okay, Tempo. Ja, da denn vor. Ja. Oh Mann, Alter. Ja, da denn vor. Haben Sie sich schon einige Plakate angeguckt? Zum Beispiel das da oben? Das turnt mich ein bisschen an.
Okay. Das ist da oben. Ja, ist Geschmackssache, aber ja. Ja, was für ein Plakat wohl ich ist. Da oben. So, das fahren zurück, umdrehen. Das mit dem Mann. Das hier oben rechts. Genau. Um links jetzt. Ja, da links, da oben. Das ist so. Das tönt mich voll an. Ich hab schon gedacht, auf der anderen Seite hier links die Bergzüge. Ach so, ja, das ist. Ach so. Ist... Ja, nee, das. Okay, okay, ja, das könnte mal, auch warte passen. Kurz, warte mal kurz. Wer ist denn gerade ausgestiegen? Okay. Ja, da steht Pika, ihr Auto. Aber wurde Pika nicht abgeholt von Streife 1? Ja. Ich wollte demnächst eine kleine Umfrage im LSPD machen. Ich habe ja abgelehnt. Ich habe ja demnächst Geburtstag und würde gerne das Unicorn buchen komplett. Auf meinen Nacken, hättet ihr Bock? Safe, ich dabei. Ja klar. Kostet nur 40.000 komplett. Ja, Peanuts. Hat Charles in der Hosentasche. Kleingeld. Ja, immer, sowieso, wenn er seinen Knochen auspackt, der ist viel mehr wert. Hat Charles in der Socke. Nee, Retalk. Der Notgroschen. Das ist meine Socke. Ah, okay. So viel kostet eine Socke von dir. Nee, ich trag doch keine keine Billigware. Charles lässt sich Socken herstellen aus Geldscheinen. Ja. Trägst du Billy Boy oder was? Socken? Am Kai hat sich ein Kondom über. Frage, Kane, sind Sie oder bist du bewaffnet? Nö, ich laufe immer mit einer Holzpistole durch die Gegend. Okay. Ich habe immer meine Bauklötze dabei, die ich schmeißen kann. Okay. Und Lego-Steine zum auf den Boden werfen. Zum Auftreten. Ich habe eine Zwistel dabei, ich muss dann schnell Steine sammeln. Ja, ich habe nur Mittelfinger, reicht das? Ja, ja, klar. Ja, okay. Das reicht. Einfach Finger am Buch. Vielleicht fühlen Sie sich so beleidigt, dass Sie weglaufen. Ich merke gerade, ich zeig die ganze Zeit meinen Finger hoch. Ja, deswegen sag ich's ja. Ich bin bewaffnet, alles gut. Das ist gut. Weil der den schießen kann, ist bewaffnet. Hä? Was tut denn jetzt? Ich bin der beste Schütze aus dem PD. Ja, gut, dass du dich nochmal korrigiert hast, mein Lieber. Jetzt gibt's drei gute Schützen im PD. Ich bin für Nahkampf, ich hab Briggs dabei. Du und ich. Ah, Briggs kann auch gut schießen, ne? Ja. Und sonst gibt's eigentlich einfach wirklich nur schlechte Schützen. Ich würde dir jetzt sagen, seit wann schießt die Milch, aber ist okay. Und was? Ich sag jetzt dazu einfach nichts. Nee, einfach im Baum stehen lassen. Okay, einfach mal so stehen lassen. Nur und so. Was hast du denn, Digga? Du musst diesen Wichsern ausweichen. Ja, wenn du einfach so fährst, wie du fahren sollst, dann musst du ja auch gar nicht ausweichen. Er fährt gut. Dich. Eigentlich ist hier 130, warum fahre ich 80? Ja, fahren kannst. Bevor wir gleich in den Stau kommen. Was du machen musst? Die Biker abfacken. Oha, was machen die für eine Tour? Ja. Ja, dann nimm mal richtig Bock auf dich. Geh mal dran. Nee, dann mal richtig Bock auf dich. Ja, eigentlich schon. Naja. Jetzt
Oh Mann. Oh Mann. Benötige schnell eine Streife, hier hat jemand Fahrerflucht begangen. Heinz-Dieter Schmidt. Oh nee, nicht der schon wieder. Ah, gut, alles klar, Abfahrt. Alter, der Typ, ne? Boah, der geht mir zu langsam auf die Eier. Achso, okay, welche Streife sind wir überhaupt? Zwei. Zwei. Drei oder zwei? Zwei. Zwei. Oh Mann, ey. Und jetzt haben wir mir einen Dodge. Yay! Yeah. Na, da kommt richtig Freude auf, oder, Kane? Dort geh. Du sprichst dann mit Schmidt und wir drei sichern dich ab mit Taser? Ja, natürlich. Okay. Nein, braucht er nicht, der tut nichts. Also, sobald er den Mund aufmacht, Achtung! Oh, alles gut. Da stand ein scheiß Motorrad auf der Straße. Immer schön durch die Hose atmen. Oh, ich sehe uns noch gleich fliegen. Aber okay. Ja, solange wir wieder auf den Reifen landen, ist er halt nur auch noch. Ja, ja. Einfach eine Fassrolle immer machen. Für kurz, ja, so ein Tom Cruise geworden. Oder? Ja. Einfach kurz Tom Cruise geworden. Ich hab so das Gefühl, mit den Fahrerfluchten, das wird noch mehr hier mit den Dispatches. Ja, wahrscheinlich war das wieder Kopf. Naja, ja, ich würde ganz sagen. Weißt du, der hat uns vorhin schon gerufen, weil er... Das ist doch bestimmt Renner da oben. Hä? Das ist doch bestimmt Renner da oben, in dem Flugzeug. Hast du das gesehen? Ja. Ja, so ein, ja, hier war gerade so ein kleines grünes Sportflugzeug. Ah. Nee, manchmal sind das tatsächlich auch kopflos, weil Jelis fliegen auch schon wieder. Kennt ihr das aber jetzt nicht so aus wie kopflos, weil das ist Looping und so geflogen ist. Das. Können die auch, können die auch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, oh, da. Ja, das ist ein Kopfloser. Wahrscheinlich ist er wieder weggerannt, dieser Heinz-Dieter. Ja, ja, dieser Heinz-Dieter. Ach, da, nee, vorne. Aber warum, die Kollegen sind doch schon da. Wieso sagt mir niemand im Funk Bescheid? Ja, wir sind da, wir waren direkt hier um die Ecke. Ja, wieso sagt mir keiner im Funk Bescheid? Jetzt fahre ich extra aus Palito. Na gut, Sandy Schoss hier ja, runter. Ja, aus Palito. Ja, sag doch, dass du da hin unterwegs warst. Ich habe jetzt gedacht, wenn du schon nicht sagst. Wir waren auf Kajo. Alles gut, nee, wir sind hier. Sonst sag nichts mehr Bescheid, wenn du auch dahin fährst. Wir haben alle die Fehler gemacht, also... Ich fahre überall Sauerstein, hin. Das war also, ne, ihre Aufgabe unter anderem auch, ne? Da müssen wir auch drauf achten. Sie funken ja, Herr Frau Sauerstein, weil sie ja vorne ist, rechts. Ich hatte keine, ne? ich habe vorhin durchgefunkt, aber keine Ansage auf den zweiten Funkspruch. Okay, da ist er nicht durchgekommen, der Funkspruch. Okay, ja. Mal, also wir hätten natürlich auch funken sollen, dass wir das anfahren, natürlich. Aber, Vorsicht, LKW von hinten. Alles gut, der schiebt erstmal ein Auto beiseite. Das dauert ein bisschen, bis er hier ist. Erstmal aufräumen. Okay. Erstmal Straße aufräumen. Also ich hole mir gleich noch... Also ich hole mir gleich erstmal Bulldoze aus dem Steinbruch. Ich glaube, ich räume mir gleich mal die Straße auf. Was ist hier los? Hä? Also, direkt mal Führerscheinkontrolle machen. Ich glaube, die da haben alle zu viel Golem-Bier gesoffen. Ich glaube auch, Und jetzt ja, kann der schon hin. Ja, wir sollten einfach mal ganz unauffällig fahren, weil noch ist nicht viel passiert. Ja, ja. Da habe ich tatsächlich also sogar eine Idee gehabt. Okay, wir fahren. Okay, jo, dann. Ciao, ciao. Oh, herrlich. Ja, da bin ich jetzt echt umsonst von da oben hier runtergefahren. Okay, ich hätte auch funken können. Ja. Egal. Wir fahren jetzt erstmal tanken. Wollen Sie einen Jack Daniels haben zum Tanken? Ja, auf jeden Fall. Nein, heute tankt nur einer. Diesmal tanke ich nicht. Immer nur im Dienst trinken. Ja, sowieso. So, jetzt machen wir mal das Fast-Tanken. Sollen wir Doppeltanken machen? Dann ist der Zusatztank auch voll. Nee, der bringt nicht viel. Doch. Der haut nicht hin, schade. Oh, das klappt nicht. Doch, es beschleunigt sich. Geil. Ich hab nicht abgeschlossen. Wenn du zweimal in die Zapfsäule gehst, ne? Tankst du schneller. Gut. Warum ist unser Auto eigentlich schon wieder kaputt? Frag mich nicht.
Naja, das, wir hatten gerade ein paar Knutschereien, aber nicht auf unserer Seite. Ja, ja. Okay. Das kommt aber nicht von dir, das waren so ein paar Idioten, die unterwegs waren. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Also, hier sind wir, also jetzt von ja. Dings sind wir clean durch. Ja, so, das war aber schon vorher broken, die Karre. Ja? Naja. Okay. Bei mir war es die ganze Zeit bis eben clean. Bis ich dann war. Streife 2 auf dem Weg in den Norden. 10-4. Streife 1 auf dem Weg jetzt zum DOJ. Dann machen wir es einmal offiziell, dann sind wir. Jutta, dann vor. Nicht, dass die meckern. Jutta, dann vor. Mal gucken, ob die es noch erkennen. Jo. Ja, gut, okay. Ach, da. Das kann ja nur witzig werden mit denen, ohne Scheiß. Naja, wirklich. Die ganzen Dispatches, die jetzt reinkommen, oh mein Gott. Wir gehen auch nicht drauf, schade. Und willst du denn jetzt fahren, Flugplatz einmal kontrollieren? Nö, wir fahren überall hin. Ich will erstmal kurz was beim Gefängnis gucken. Tatsächlich. Der Herr ist etwa gebrochen oder was? Gut, ich glaube, wir lassen Charles mal nicht fahren die nächste Zeit. Dann hoch den Berg, Junge. Ab ins Meer. Ah, oh, oh, oh. Du bist ein Idiot, wirklich. Hinterher. Einfach Reaktionszeit von einem Ziegel, wirklich. Ja, und dann noch ein Straßenschild abschießen. Also du bist es. Ich hab das Straßenschild habe ich nicht getroffen, ich habe tatsächlich das Auto getroffen. Bei mir ist es einfach nur gegen das Straßenschild. Ja, das sieht immer anders wegen dem Schussconnect aus. Ja, Ich fahr mal lieber ein Stück weiter von der Straße, weil das... Soll ich schon mal ein Dispatch schreiben? Wird schon. Okay, gut. Ja, dann können wir auch zu JVA laufen, oder? Müssen wir Unfälle melden? Ich denke nicht. Nein. Dann sagen Sie, Sauerstein war der Fahrer. Nee. Die wissen alle, wer fährt. So. Wenn das Auto kaputt geht, auf jeden Fall, ja. Hans, warst du dabei, ja, ne? Hast du jetzt ein Dispatch geschickt, Linus? Ich dachte, ihr habt einen geschickt. Nö. Das ist ein Idiot, wirklich. Ich hab jetzt keinen geschickt, weil du keinen schicken wolltest. Ja, ich schicke jetzt einen, jetzt pack dein Handy weg. Bei was war ich dabei gestern? Bei dem geilen Unfall mit Brand? Ja, ja. Haben die oben noch eine zweite Station von LSC oder muss der jetzt echt aus der Stadt kommen? Nee, der muss aus der Stadt kommen. Ja, dann können wir gleich schöne Lieder singen, oder? Ja, so lange dauert das. Ja, dauert nicht. Schreib mal einen Dispatch ans LSPD, Hilfe, ich hatte einen Unfall. Bitte helfen mir, ich bin Farbe, helfen mir. Mit freundlichen Grüßen, LSPD 07. Ja. Alter, gerade von Schumacher hat ein Ding gesehen, bodenlos. Was hast du gesehen? Im D-Funk. Frage, ich, letztens in der Versammlung wurde ja gesagt, wenn wir einen Unfall bauen, auch immer Fire Department, falls ein Brand ausbricht, dazu rufen. Ah, ist gut, das bestätigt? Das ist also das ist jetzt ein kleiner Unfall gewesen, guck mal, ich bin damit... ja, ja, alles gut. Aber, ja, keine Ahnung. Haben Sie nicht Angst, dass es anfängt zu... brennen? Nein. Wenn es anfängt zu brennen, pisse ich drauf. Noch raucht es ja nicht, deswegen alles gut. Warte mal, soll ich... Ja. 80.000 Zahl. Wenn sie jetzt drauf pinkeln und es dampft, ist es zu spät. Sonst gibt die Mühe. Aber ja, nicht aus dem Auspuff, der ist immer Alter, warm. Wo denn los? Ich kann auch dem Kollegen in die Hosentaschen pinkeln, so ist nicht. Ganz ehrlich, dann habe ich einen Taschenwärmer.
Warte. Ja, kommen Sie her, kommen Sie her. Das wird mir zu viel. Was sind eigentlich die zwei neuen Gesetze? Ich habe die noch nicht gelesen. Muss ich auch mal gucken. Dass die Helme ausschließlich von uns getragen werden dürfen, diese SWAT-Helme. Ne, allgemein die Helme wahrscheinlich. Warte. Allgemein eigentlich, die Helme sollten nämlich verboten werden. Während aggressiven Handlungen muss ein Aufnahmeprogramm laufen, durch welche die ganze Situation zu sehen ist. Wenn kein Aufnahmeprogramm vorhanden ist, kann der Team nicht zurückverfolgen, was genau in der Situation des Zieles ist und kann somit nicht weiterhelfen, falls es zu Regelwerksbrüchen kommt. Und SWAT-Helme und andere Sicherheitskleidung der Polizei dürfen ausschließlich nur von Beamten der Polizei getragen werden. Ja. Ja, das ist es. Sicherheitshelme, siehst du sein. Sicherheitskleidung. Der Polizei. Also ja, heißt eigentlich nur das, wo Pol draufsteht. Ja, eigentlich benutzen auch viele, das sollte nämlich so kommen, Helme bei Überfällen und das soll verboten werden. Ja, ja, ich weiß. Aber das machen die ja oft gerne. Und ja, ja klar, warum auch nicht so. Sollte halt verboten werden, weil es einfach nicht geht. Weißt du, kommst du da an? Jetzt zum Beispiel mit ich würde da mit euch dran ankommen. Stehen die da mit Helm und sonstigen? Na, ich trotzdem. Was soll ich da machen? Ja, dann mache ich diesen hier. Ganz einfach. Ja. Und dann gibt's den Knüppel auf die Fresse. Können die jetzt mal doch kommen, Alter? Ich will weiter. Dauert 20 Minuten. Der Truck ist nicht so schnell. Herr Sauerstein, könnten Sie vielleicht mal kurz weggehen? Ich möchte mal mit den zwei Herren reden. Wenn sie Spaß haben, ich setze mich ins Auto. Achso, ja. Dann nicht. Also das finde ich gerade mal ein bisschen... Hallo, hier ist der von Sauerstein. Ich habe gerade ein klitzekleines Problem. Wir sind gerade auf Streife gefahren, hatten einen Unfall und jetzt hat der Kane gesagt, ich soll weggehen, er möchte gerne mit den zwei anderen sprechen. Haben wir bei der Polizei Geheimnisse voneinander? Nö, wenn er mal mit jemand anderem sprechen möchte, dann ist das ja auch in Ordnung. Okay, weil eigentlich kenne ich das, bei der Polizei gibt es keine Geheimnisse. Kann ja sein, dass man ja da irgendwie vielleicht auch mal was Privates besprechen möchte. Das kann natürlich auch sein. Das gibt's ja auch mal sowas. Okay. Gut, nehmen gut. Nehmen Sie das nicht persönlich oder so, ja? Okay. Richtig, genau. Ja, wir hatten einen etwas schwereren Unfall hier oben im Norden. Ja. Deswegen. Ja gut, aber LSC ist unterwegs, oder? Ich hoffe mal. Ja, okay, gut. Also, alles klar. Psychologisches Gutachten sollte das Ergebnis haben. Hab ich schon bekommen. Besprechen wir heute Abend. Ja, genau. Aber wir sind jetzt gerade mit dem DOJM in der Besprechung, deswegen. Okay, dann. Ich bin ja noch ein paar eine Stunde im Dienst. Alles klar. Okay, bis danke, dann. Ciao. Tschüss. Hey, Even, Pico und ich sind gerade mit dem DOJM im Gespräch. Bitte möglichst nicht oft anrufen. Nur bei sehr, sehr wichtigen Sachen, bitte. Sind wir. Was ist denn kaputt? Es wurde die Vorfahrt genommen. Oh. Gut, der Bullfänger hat einiges abgefangen, ne? Ich richte den gerade mal wieder und dann soll es funktionieren. Wunderbar. Ja, der ist ja einfach von links rausgeschossen. Ich sag ja, alle Selbstmordgefährdet. Naja, also auf der Autobahn stehen auch irgendwie drei Fahrzeuge einfach so rum. Ja. Echno kriegt der Bierbauch, der ist gefahren. Wieso bin ich immer gefahren? Jetzt gibt's da einen Stress, Kollege.
Richtig. Komm, ist egal, ich krieg die Rechnung. Ich zahl, ist okay. Plus fettes Trinkgeld. Ich krieg die Rechnung. Die 1. Komm, so eine Mille Trinkgeld tut dir doch nicht weh. Das ist richtig, aber ist egal, wir können ja wissen. Sag mal, regnet es eigentlich ins Hirn rein? Wieso? Ja, weil du die Nase so hoch trägst. Ja, schönen Tag noch. Jo, danke, ciao. Nee, Spaß. Ich hab jetzt mal bezahlt. Hervorragend. Wunderbar, einer muss sich opfern. Weil ich gehe davon aus, dass wir heute noch ein, zwei Unfälle bauen, also die nächsten Runden gehen auf euch. Machen wir so. Oder? Machen wir so. Gut. Waren jetzt 5000. So, jetzt fahren wir kurz zum Stand. Ja. Nee, komm, scheiß drauf. Franz, hast du schon eine Geringverdienerwohnung? Nee. Bei Finding? Ich will eine kaufen. Geringverdienerwohnung. Also ich wohne oben in Weinwood, zur Miete. Die ist jetzt zu so. Ich hab ja gesagt, die weh. Ja. Jetzt würde ich noch fühlen, wenn der Zug fahren würde. Nö. Ich mag Züge. Meinst du den Hype Train? Was ist das denn hier? Was ist das denn? Ja, das sind die Sozialwohnungen. 30.000. 30.000? Sozialwohnungen. Ja. Wäre gottlos, dass du da reingucken kannst. Die linke Wohnung, was? Sind die noch frei? 35.000, ja. Miete oder kaufen? Kaufen. Das wäre ja ein Schnäbbel. Oder? Ja doch, kaufen. Das wäre ja ein Schnäbbel, oder? Da bin ich echt am überlegen, ob ich jetzt eine mitnehme. Ja, aber ist das nur unten oder ist es oben und unten oder? Ich weiß es nicht. Weil oben und unten fände ich nice. Ich glaube, das ist sogar oben und unten, das war unten, da gibt es keine Eingangstür. Ich glaube, dass es oben und unten ist, weil unten gibt es keine Eingangstür. Ja. Oben und unten. Doch, unten gibt es eine Eingangstür, die siehst du nur nicht. Echt? Ja, komm mit. Und einen Parkplatz gibt es ja. Ach, da drüben ist ein Parkplatz. Weil ich bin jetzt am Überlegen, ob ich mir drei anmiete. Direkt. Drei kaufe. Ach, hier. Okay. Aber es ist oben und unten, was dazu gehört, oder? Wie bist du denn hier reingekommen? Das ist meine. Was? Das ist meine. Das ist deine? Ja. Warte mal, ist das drüben deine andere? Achso, drüben ist eine andere, warte mal. Ist das oben und unten, sagst du, ne? Ja, ja. Ja, warte. Oh. Wäre direkt interessant. 35.000? So, dann haben wir auch eine Wohnung, sehr schön. Ist ja schön, dass sie wegfahren, aber die 13 hätte gerne eine Abholung. Hallo beide. Schön gut. Ah, nee, doch nicht. Hallo, okay.
Ich rutsche schon rüber, alles gut. Willkommen. Frage, wo sind denn hier die Garagen? Auf dem Parkplatz. Können Sie einmal kurz mir das zeigen? Der Parkplatz, der markiert ist mit dem P. Da sind die Garagen. Bei den okay. Da gibt es keinen Parkplatz. Nee, das, die ist auch mega geil. Das hätte ich gerne. Ja, das ist echt nice. Das ist mega nice. Das hätte ich gerne. So, dann sind wir jetzt Nachbarn. Nicht mehr lange. Ja, hier, Charles. Mit mir haben sie nochmal gequatscht, ne? Ach, haben sie jetzt gemacht, ja? Die haben nochmal mit mir gequatscht, tatsächlich, ja. Ja und? Was hast du gesagt? Ja, halt nur so Dings, das schade finde. Es war halt das Typische. Er ist da gestanden und hat eigentlich nur einmal Ja und Hallo und Tschüss gesagt. Naja. Und Jack hat halt mit mir gequatscht, sagen wir es mal so. Naja. Ja, er hat halt gesagt, hin und her, findet er schade, bla bla. Ich kann jederzeit zurückkommen, wenn ich will. Und ja. Ja. Ja, und was ich denn. Sie haben mich halt gefragt, was mich denn so gestört hat, habe ich das alles so gesagt. Hast du das nicht schon mal alles gedacht? Also, hab ich schon mal gesagt, aber er wollte halt nochmal explizit wissen, ob man so ungefähr hier auf die Schnelle irgendwas ändern kann, damit ich. Oder was man jetzt ändern müsste, damit ich wieder anfange. Ja, eigentlich ist doch das Grundproblem schon beseitigt, oder nicht? Oder? Stimmt, ja, das Grundproblem sitzt jetzt vor mir. Herr Kane? Ja. Haben Sie Bock, nachher bei dem Ergebnis zu meinem psychologischen Gutachten dabei zu sein? Das muss die Chefetage mit entscheiden, ob ich dabei sein darf oder nicht. Ah, okay. Sind Sie nicht quasi Chefetage? Ja, aber trotzdem habe ich das nicht zu entscheiden. Ah, okay. Ich habe gedacht, Chefetage ist Chefetage. Okay. Ja, ich vertrete nur die Meinungen, wenn die beiden nicht da sind, dann ja. Ah, okay. Okay. Alle Selbstmord gefährdet hier, die Hunde. Was willst du jetzt für ein Haus kaufen? Sag ich dir. Hier oben so eine Kackbude willst du kaufen, oder? Keine Kackbude, die ist ganz geil. Tatsächlich. Ja, alles, was hier oben ist, sind Kackbuden. Der kauft dir lieber bei Mirror Park ein Haus. Die ist geil hier. Die ist mega geil. Ist das für eine Ranzbude, Junge? Ist er nicht. Ja, doch. Wenn du drin bist, ist es keine Ranzbude. Ja. Vertrau mir. Ja, ich seh's ja, aber es ist, allein weil es schon eine Palette ist, ist es eine Ranzbude. Nö, ich find's gut eigentlich. Also eigentlich ist es ganz geil, tatsächlich. Was zahlst du Kaution bei der anderen Wohnung wöchentlich? Gar nichts. Okay, weil da stand, jede Woche kommt einmal die Rechnung. Ja, keine Ahnung, ich hab keine Rechnung erhalten. Ich hab auch noch nie eine bekommen vom Haus. Okay, gut. Was sind das eigentlich für Buden hier bei Dings? Mirror Park Ding? Sind das schäbige Buden oder? Ich finde sie schäbig tatsächlich, ja. Ah, okay. Also für Mirror Park lohnt sich das nicht. Okay. Weil ich war in jedem Haus mal drin, hab mal angeguckt, die meisten sind gleich, alles nur schäbig. Ah, okay. Für Mirror Park wünsche ich mir bessere Häuser tatsächlich. Guck mal, Franz, was da vorne gleich kommt. Ah, unsere Lieblingskurve, ja. Einmal mit 330 durch die Kurve. Also 270 habe ich hier auch schon durch die Kurve geschafft. Ja, aber nicht mit dem hier Auto, das ist scheiße. Ne, mit dem BMW. Ich war mit dem Officer unterwegs und sind mit BMW gefahren. War ganz nett. Leider ist die Militärbasis nicht belebt. Lass mal mit dem Jet rumfliegen. Ich hab vorhin extra geguckt, ob da Panzer und so rumfahren, ne? Ja. Was? Habt ihr mitbekommen, die Seilbahn soll bald wieder fahren? Oben beim Mount Hilliard? Mhm. Da können wir endlich Skifahren gehen. Im Sommer. Ja, warum nicht, Alter? Einfach rollen unten drunter. Ja. Muss ein bisschen offroadfähig sein, da muss ich schon sagen. Jetzt müssen sie die auch schon mitnehmen. Also. Einfach mal alle mitnehmen hier. Was ist das, Junge? Ich nehme alle mit. Es waren aber nicht alle. Ja, waren alle. Die ersten drei standen. Welche vergessen. Genau.
U-Turn und nochmal. Also ich glaube so 5, 6 sind stehen geblieben, aber die macht er jetzt auch noch. Guck, ich stille mich alle wieder. Das Bauamt ist schnell, oder? Ja. Ah, jetzt. Mal gucken, ob sie jetzt wieder stehen. Oh. Ja, klar, die stehen wieder. Das Bauamt ist aber schnell. Naja. Los, Rieger. Wow. Welcher Notruf ist denn da noch drin? Achso. Ja, anonym wahrscheinlich. Anonym. Okay. Jetzt mal eine ernst gemeinte Frage, Herr Kane. Wie fühlt es sich an, mit 3 Trainees im Auto zu sitzen? Gibt Ihnen das Sicherheit? Belastend. Es fühlt sich belastend an. Okay. Weil der Druck so hoch ist? Würde mir stinken, nicht du wärst. Mich juckt es einfach gar nicht. Von mir aus fahre ich auch alleine. Ob ich jetzt Trainees dabei habe oder alleine fahre. Hat man ja gar gesehen, wir haben schon einen Trainee vergessen. Kurzzeitig. Ich sag mal so, dann hätte ich mich in mein Bett gelegt, wär schlafen gegangen. So. Ja. Oder hätte Notruf gestartet, Trainee sucht andere, Trainee sucht Streifenwagen. Ja, das auch. Ja. Dann kann ich auch nach Zebras suchen. Ja. Trainee sucht Taxi. Trainee sucht Taxi. Trainee sucht den Superstar, Junge. Ich glaube, Herr Evans hat wieder die Taste gefunden. Auto ist voll. Mögt ihr nochmal wieder zurück ins PD kommen, dann können wir nochmal neue Streifeneinteilung machen. Sie ist gerade auch im PD angekommen. Machen wir. Streife 2 auf dem Weg zum LSPD. Ich bin Beifahrer. Achso, ich sitze gerade im Hinten. Achso. Sorry. Wollen Sie es wiederholen? Nee, alles gut. Nein, alles gut. Ah. Weil ich mal losschreien. Du hättest doch eh nicht gefunkt, oder? Doch, ich hab doch was gefunkt sogar. Hat er auch. Achso. Wunderbar. Ach, nimm mir mal. Eieiei. Nimm mit. Das Haus hier ist neu, kann ich, oder? Das Haus ist neu, ja. Ja, das kannst du sogar kaufen. Das hier vor uns nicht. Das vor uns nicht, aber das, wo wir gerade vorbeigefahren sind. Das rechts? Ja, ich wollte die Preise angucken, Alter. Das hier rechts. Ne, das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon angeguckt. Echt? Das kann ich nicht. Ne? Also ich muss mir gleich mal die Preise angucken. Also in das eine Haus oben fahren wir nicht mehr rein, Ken, ne? Das machen wir nicht mehr. Schnauze. War nicht so gut, oder? War nicht so gut, ne. Überhaupt nicht. Herr Kane, würden Sie dann weiterhin mit mir fahren? Das wäre echt lieb. Dann haben wir das so beschlossen, ich muss ja mit ihm fahren. Das wurde so festgelegt. Ich weiß, deswegen frage ich Sie ja, ob Sie denn noch damit einverstanden sind. Da brauchen Sie nicht weiterfragen. Es ist so beschlossen. Ich frage mich so gemacht, Junge. Frag gleich mal Evans, ob ich einen Bobbycar krieg. Nein, ich frag ihn, was ich machen muss, damit ich E-Bike fahren darf. Ich wollte gerade sagen, frag mal bitte, was ich machen muss. Oh mein Gott. Ja, ich auch. Was seid ihr alles für Luschen, Alter? Channel switched. Streife und veranstalten. Reicht dir das von gestern nicht? Nein. Eieiei. Microphone muted. Sorry, ich hatte gerade Kopfschmerzen, deswegen wahrscheinlich ein kleiner Schnitt. Sorry. Microphone activated.
Hola. Servus. Hola. Ach du Schande. Hä, hey, was ist denn da los? Lauter blaue Hemden. Ja, wir haben neue Leute. Ja, ach du, die im Hellblauen Heidi. Sind unsere Trainees? Also ich bin das Trainee-Mobil. Das ist das Trainee-Mobil. Der Trainee-Bus. Genau. Und deswegen. Charles? Also. Ja. Was machst denn du hier? Ja, lange okay. Geschichte. Ja, okay. Vielleicht endlich mal mit richtigen Leuten zusammenarbeiten. Ah ja. Ja, dann würde ich sagen, wir mal neue Streifeneinteilung. Wir haben jetzt. Ich würde. Dann komm mal gerade mit, Sophia. Ja, ah, okay. Ich habe einen Plan. Ja. Linus, du auch? Ja. Oh. Ja. Achso, ja, natürlich. Ja, ja, ja. Steven's got plans. Scheiße. Wart ihr jetzt schon mal bei deinem Auto? Nee. Aber wenn es jetzt eh offen war. Warum haben sie das Auto eigentlich komplett eingepackt? Also der Kollege. Wir brauchen uns doch eh. Keine Ahnung. Herr Sauerstein, warum haben sie auch was Blaues an? Weil ich Trainee bin. Ah ja. Check. Ich dachte, dass ihr mit Frau Pricks die Ausbildung gemacht. Ach, lange Geschichte. Ah. Lauter lange Geschichten gibt es halt sehr gut. Nee, ich habe gestern keine Ausbildung gemacht. Ich war gestern beim psychologischen Gutachten. Ah ja. Hab mal eben 150.000 ausgegeben. Bei wem haben Sie das gemacht? Mit so einem jungen Mann. Major, bitte direkt. Check macht das jetzt. Ja, ja, ich weiß, das hat sie zu mir auch schon gesagt. Das ist jetzt wahrscheinlich noch, weil er jetzt angehender Arzt ist. Also ich bin zwar nicht schwul, aber es war geil. Super. Okay. Warte mal kurz. So. Oh. Ach, schon besser? Okay. Ah ja. Will ich das jetzt peilen? Nee, nee, alles gut. Okay. Vielleicht stinkt hier jemand im Kreis, man weiß es nicht. Entschuldigung. Ja, ich habe gearbeitet, deswegen stinke ich auch. Also. Ich wollte zu meinen zwei Jungs, weißt du. Achso. Ach, seid ihr alle drei von meinem Tier oder was? Ja. Ja, ja, sicher. Ah, ihr habt, der vierte kommt auch noch. Wollte ich gerade sagen, läuft super. Läuft ja super bei euch. Ach, deswegen gibt es auch auf Twitter hier. Nee, sie hat gesagt, eigentlich war die Ansage an den letzten, der noch da ist, kann es auch gehen. Die anderen, die da sind, wenn die nicht kommen, schmeißt du die auch raus. Die machen das auch zu zweit. Ja, I see. Ich sehe, sie ist zu zweit machen. Besser. Sehr gut. Alter, hast du den Herr Walker zurückgerufen? Mich nicht zurückgerufen? John? Der hatte vorhin mich angerufen, aber da warst du noch nicht da, aber ich glaube, jetzt pennt er schon. Ja, pennt schon, ja. Ne, ich habe ein bisschen so erklärt, was abgeht. Also. Und ich habe ihn auch gefragt wegen dem Haus. Also die haben Interesse, wir würden dann halt durch drei teilen. Ach, das Über dir. Ja, wild. Ja. Ne, ich habe mir erstmal eine Bude unten geholt, erstmal übergangsmäßig. Ich bin eingezogen und Schnorrer Asyl. Ja gut, aber was macht's für einen Unterschied, ob du jetzt ja gut, ja, wollte ich auch gerade sagen, das macht eigentlich keinen Unterschied, ja. Das macht halt eigentlich keinen Sinn, so. Das ist, ich glaube, die würden mir auch so einen Schlüssel geben. Die haben doch jetzt eh fast genug, glaube ich. Ja gut, ich brauche noch 1 Million. Nee, die wollen das mit Kreuzmünzen holen. Ach so. Die sparen gerade ihre Goldmünzen. Okay, das hatten sie jetzt nicht gesagt. Also er. Also war zumindest ursprünglich der Plan. Ehrlich, so ein Ding mit Dollar zu kaufen, wenig Sinn, das ist Geldverschwendung. Hm. Sache steht so wie das. Ja, ich werde sicherlich gleich mit Maincane fahren, weil das so abgesprochen ist. Ja, ja, sicherlich. Ach, jetzt, ich kann, warte mal, warum haben wir das Auto nicht eingepackt? Ja, fragen Sie den Maincane. Nee, das war jetzt das Privatauto. So. Warum haben wir das Auto nicht eingepackt? Du auspacken kann. Deins? Ja. Ich weiß nicht, warum du es nicht gepackt hast. Ja, musst du mir doch mal sagen. Hey, lass so stehen. Oh, ist das süß. Ne, ich fahre wahrscheinlich heute Abend noch zum PDM, hol mir nochmal ein Auto. Wer hat geschossen? Ich hab keinen Schuss gesetzt. Ich auch nicht. Okay.
Habt ihr einen Schuss gehört? Nee, nicht. Nö, nee. Nix. Achtung, ich muss hier durch. Herr Bierbaum, haben Sie zufälligerweise auf Ihr Auto geschossen? Mit dem Taser? Wenn dann unbewusst, als ich meine Tasche gegriffen habe. Ja, ich denke mal, deswegen ist Ihr Fahrzeug auch beschädigt. Nee, da war tatsächlich der Verschuss beschädigt. Ah, okay. Wir haben alle nichts gehört, ne? Franz! Sissi! I'm in love with the go-go. Go-go. Yay, Party! Ach ja, du hast ja wieder deine Komplexe jetzt hier wirklich. Tauschen wir 1000 Plätze. Damit Pika ihre Komplexe ausleben kann. Nee, rechts. Ja, das ist links. Gut, war fast. War fast hingekriegt. Aber nur fast. Ja. Also wenn er mir jetzt die Ansage macht, ich soll Platz machen für Pika, dann mache ich das. Sie sind Twainy, oder? Oder kam das jetzt von gegenüber? Lass gut sein. Kommt von mir. Okay. Eine Sommerpause gemacht? Was hast du gemacht? Winterpause. So. Gott sei Dank. Wo warst du, dass du eine Sommerpause gemacht hast? Ja, auf Malle war Sommer. Ach so. Ja. Rutschen Sie bitte. Alles, was am Boden liegt, darf getreten werden. Ja. Lassen Sie es lieber. Einfach mal antworten, ich hätte Interesse. Was ist denn jetzt? Ich hätte schon Bock. Was kam da rein? Was? Okay. Nee, auf Twitter, das von dem Team. Einfach mal reinschreiben, was letzte Preis, Bruder? Was letzte Preis? Ja, eigentlich bin ich bis übermorgen noch angestellt, ne? Immer noch? Ja, Kündigungsfrist war 17.02. Genügst du. Ach so. Wir genießen somit den Luxus, eines der modernsten Lehrkrankenhäuser in dem Staat zu sein. Vielleicht daran, dass wir eins der unfähigsten Ausbildungen. Wir bieten über 14 verschiedene Fachrichtungen, wo sich keiner auskennt. Alles richtig. Klar. Okay. Einfach mal die abgewandelte Version dahinter schreiben. Anonym, ne? Aber posten. Zum Grobmotoriker, das passt. Das ist so mein Spruch, ne? Das Grobmotorik, dass die Traumatologie, die Grobmotorik, also Unfallchirurgie, dass das die Grobmotoriker. Haben Sie Metzger gelernt? Chirurgen. Kommen Sie zu uns. Warum? Das die stehen doch so, alle auf Füßchen, die Ärzte. Das ist so mein Spruch. Bodenlos, wirklich. Morgen letzter Arbeitstag, dann habe ich Urlaub. Wild. Entspannt. Ich komme dann wahrscheinlich Dienstagabend wieder. Also wenn ich meinen ganzen Urlaub einplane, dann wird die Sophia zu mir sagen, so, ey, was soll das? Warum? Weil soll diese? Ja, weil soll diese? Wieso du nicht so oft da sein? Nix gut, diese. Du nicht so viel Luba-Urlaub machen. Machen den Kaffeegrenzen da drüben oder was? Urlaub nix gut. Nee, ich weiß, dass sie über mich sprechen, wegen meinem Gutachten, ob sie mich jetzt behalten oder ob ich jetzt gekündigt werde. Natürlich. Weil wenn du überlegst, ne, ich bin... Auch schon mit dir. Also wenn ich gekündigt werde, gehe ich zum MD. Mach das. Nein. Doch, mach das. Die können definitiv noch Leute brauchen. Richtig. Ich werde ein Psychologe. Obwohl, mach das. Das ist eine sehr gute Idee. Die habe ich doch auch gesagt. Das sage ich doch. Ja, ich muss dir. Ja. Pika ist manchmal diese Schnelle im Kopf. Oha. So nicht schlimm. Sophia, ich fühle mich gemobbt. Womit? Mit Recht. Voll leise. La la la.
kann jetzt hier Alice Motors mal aufmachen, Alter. Ich... Die haben doch vorhin schon offen gehabt. Alice Motors? Ja. Verarsch mich nicht. Aber nur eine halbe Stunde. Stand extra drin. Hä? Verarsch mich nicht. Also, guten Abend, Herr Evans. So, Chefe, was geht jetzt? So, Herr Creed wird gleich mit Herrn Kane auf Streife gehen, wenn der wieder da ist. Ja? Mhm. Mit Sauerstein. Herr Kane? Okay. Genau. Sauerstein, nee, Sie fahren gleich mit Major und dem Herrn Schmidt, der jetzt gleich wiederkommt. Es wurde aber gesagt, es ist Pflicht, dass ich bei... Ich sage Ihnen jetzt, Sie fahren bitte mit dem Kollegen Major, ja? Okay. Ich weiß, was wir besprochen haben, aber ich möchte, dass Sie heute mit dem Kollegen Major mal fahren. Okay, ja? 10-4. Damit Sie auch mal die anderen Kollegen kennenlernen. Alles gut, 10-4. Ist okay. Gut. Und die anderen drei, ich hätte fast gesagt Schlümpfe, ja. Mit denen machen wir gleich den Rest der Ausbildung. Und wenn das so genauso erfolgreich ist wie der schriftliche Teil gestern und der Sporttest, dann was ist denn der restliche Teil? Ja, das ist dich über. Wirst du gleich sehen. Oh, das ist Love sind sehr. Was ist los? Entschuldigung. So spät schon. So spät. Oh, scheiße. Hey, das Modus hat er doch gar nicht offen. Quatsch. Ja. Aber Unicorn hat eventuell offen. Was, hey, das juckt mich ja nicht, da kann ich keine Autos kaufen. Oh. Unicorn. Aber Einbahnstraßen. Aber das ist eine andere Sache. Nein, was denn? Nein. Ja doch, da gibt's vielleicht noch freie Frauen hier. Freie, willige Frauen. Welche Frau ist denn hier frei? Hallöchen. Ja, keine. Hi. Deswegen muss ich ja danach gucken. Hallöchen. Bobby? Schmidt? Anscheinend nicht. Wie bitte, was? Wie ist dein Name nochmal? So, Entschuldigung, nochmal. Wie ist dein Name, bitte? Andel Fischer. Nochmal? Andel Fischer. Der Herr Fischer. Ja. Der Herr Fischer. Jetzt muss ich erstmal in meinen Spickzettel hier reingucken. Ne. Okay. Oh, Evans, das ist jetzt peinlich. Oh, ey, wisst ihr was? Ich kann mir nicht alles merken, ja? Er ist schon 29, er ist schon alt. Ach so, ja, ja. Fischer. Seit wann sind Sie denn eingestellt hier? Seit letzte Woche Samstag. Letzte Woche Samstag. Oh, jetzt haben wir schon eine tote Giraffe. Sehr geil. Oder ist das der Hamster? Das ist der Teekocher. Achso, okay, auch gut. Hast du einen Tee für mich? Also hier diese Liste, boah, die macht mich einfach. Die macht dich fertig. Kaputt. Die macht mich fertig, weil da jeden Tag was anderes drin steht. Brauchst du Hilfe? Und dann bereinigst du die und dann steht wieder da drin, was da am Vortag drin stand. Ja, das ist scheiße. Das ist, glaube ich, nicht so richtig, wie es sein sollte, oder? Meinst du Sherlock? Wirklich? Ja. Einfach Sherlock. Ja. Du Scheiße. Nee, oh Mann, ey. Wie viel Tee willst du noch kochen? Ja gut, dann machen wir nochmal kontrollieren später, aber das ist andere Baustelle. Gut, wo ist die Dienstkleidung? Ich wollte gerade eigentlich nochmal vorbeigucken, was denn hier los ist. Jetzt hat er mal geschossen. Ob hier denn überhaupt was los ist. Sonst wäre ich gar nicht in den Dienst gegangen oder sonst irgendwas. Hier ist die Hölle los. Und ist hier was los? Anscheinend ja. Anscheinend ja, gut. Anscheinend ja, ja. In der Tat. Wunderbar. In der Tat. Dann. Was für eine Kombination, ey. So bist du geil. Dingens, was wird denn jetzt gemacht? Wir stehen jetzt alle gearbeitet. Hier im Kreis. Sie kriegen einen kleinen Sack in die Hand. Hier so einen Sandsack. Ich gehe die Mitte und dann laufen sie um uns rum und singen das Lied. Und der Plumpsack geht rum. Okay, wir kommen. Kennst du das? Nee, lieber nicht. Nee? Okay. Also ihr steht jetzt schon seit wie lange hier in dem Kreis? Seit 3 Stunden. 3 Stunden. Okay, ja, gut, dann ich wünsche euch noch einen schönen Paycheck Dienst. Ne? Tschüss. Jo, schönen Abend noch. Tschüss. Nee, jetzt mal im Ernst, was ist denn jetzt noch hier Plan? Also Sie sind Trainee, ne? Haben Sie die Dienstkleidung schon, die neue? Ja. Wunderbar. Einmal umziehen, hopp hopp. Ausbildung. 2 Minuten Zeit. So. Wie gesagt, was steht denn jetzt Sache? Ich wäre jetzt noch für eine knapp halbe Stunde da.
Haben Sie schon Ausbildung gemacht? Nein. Haben Sie nicht. Gut, dann ziehen Sie sich jetzt mal um, dann machen Sie jetzt gleich erstmal die schriftliche Ausbildung. Das schaffen Sie in einer halben Stunde. Das wenn gibt Ihnen gleich die Frau Briggs. Okay. Na? Ach, so, Dille. Gut, haben wir das auch geklärt, oder? Haben wir das auch geklärt. Wunderbar. Aber der ist auch wirklich, ich hab den auch noch nie gesehen. Der ist einfach... Aber der ist sympathisch. Ich komm gerade wieder. Das könnte so ein typischer Sauerstand sein. Der ist einfach dieses andere verloren. Der ist einfach gespawnt. Ja, ne? Das ist ein NPC, der ist gar nicht real. Ja. Ey, wirklich, also was habe ich mir gerade angehört, Alter? Was war das denn? Das für eine Unterhaltung, Mann. Kommen Sie dazu, zu den Schlümpfen. Das mit dem Laufen lernen wir nochmal, ja? Also, du bist Major, ne? Also ich muss dir leider sagen, du Major musst leider... Major ist der im weißen Hemd ganz hinten. Achso, Entschuldigung, wer bist du? Fischer. Fischer. Nein, ja. Der da. Achso. Ja. Creed. Creed. Das ist Creed, ja. Also es tut mir leid, Creed, aber du passt nicht dazu. Boah. Ja. Du bist schon ein ziemlicher Auto mit deiner... Genau. Entschuldigung, das war nicht so gemeint, komm wieder, bitte. Oh, fuck. Könnt ihr euch mal bitte alle austragen, die bei mir mit in der Streife sind? Danke. Da muss ich ja auch noch machen. Da muss ich wohl erstmal gucken. Ich bin nicht bei Ken in der Streife, oder? Nee, sollte ich ja nicht. Nein. Ja, du bist aber noch da eingetragen. Also du sollst dich austragen. Achso, dann sag es doch. Hat er doch gesagt. Hat er doch gesagt. Du hören, Füße wasche. Da ist ja nee, die stinken wieder... schon, deswegen wasche ich mir nicht. Aber du musst die waschen, damit der Dreck endlich mal nachrutscht. Ja, ich sag mal so, deswegen ist da unten auch schon ein Loch. Lüftungsloch. Ich bin weg. Tschüss. Welche Streife sind wir? Gar nicht, du hast Ausbildung. Nein, ich habe keine Ausbildung, ich sollte mit Ihnen beiden mitfahren. Nee. Doch, war Anweisung von Herr Evans. Ich kläre das. Nee, stopp mal, Sie sind Herr Kane, oder? Ja. Okay, ich sollte bei den anderen beiden mitfahren. Ja, richtig, okay. Deswegen. Okay, alles klar. Gute Fahrt euch. Ja. Oh, mein Sauerstein, ey. Sorry, wo ist es aus? Sag mal, Sauerstein, warst du nicht zuvor schon in eine Stufe höher, oder bist du... Nö, ich war immer schwarz. Okay. Du bist aber blau gekleidet, das weißt du schon, oder? Richtig, das ist auch richtig. Ausnahme. Ey, ist egal. Ach so, nee, doch nicht. Nevermind. Einfach ignorieren. Ach, ich check gar nichts mehr, ich bin zwei Tage nicht da und... Einfach Hi. Ignorieren. Haha, ist das geil, Mann. Warte mal, warst du nicht letztens noch beim Medic? Wir waren... Ja, du hast jetzt hier zwei Rettungssanitäter und einen Professor vor dir. Achso. Ja. Seit wann sind sie vor? Seit wann sind die da? Vorgestern? Vorgestern. Ja. Oh, okay. Sie sind der mich mir einen Verband angelegt hat, nachdem ich ins Wasser gefallen bin, weil ich die Lücke nicht gesehen habe. Ich glaube, der sind sie, kann das sein? Ich habe nicht die Leiste, Ahnung. Nee. Okay, gut. Nee, das war. Das war Jason. Nee, das war Zava. Ah, okay. Aha. Mein Bruder. Der kommt auch noch. Der kommt auch noch. Ja, was ist denn da los? Ja. Guck auf Twitter, der weiß ja, was da los ist. Jetzt sagt mal, ich habe heute eine Chantal bei euch kennengelernt. Wer ist diese Chantal? Wer ist Chantal? Ja, der ist auch nicht Chantal. Ich habe heute beim MD eine Chantal genannt. Ausdrücklich gesagt, dass sie nicht Chantal heißt. Ja, deswegen ja, aber wie heißt sie richtig? Esther. Modric. Ah, okay. Esther, okay. Modric, Spielerfrau. Ah, okay. Freut sie sich mal drüber, wenn deswegen frage ich lieber nochmal nach. Nicht, dass ich vor ihr stehe und dann, Ja. Naja, das hilft. Mir ist sie echt als Chantal vorgestellt worden. Ich weiß nicht, wer es war von den Unfähigen, aber... Perfekt. Wenn ich mich nicht täusche, sollte nicht vorhin noch eine Streifeneinteilung gemacht werden? Ja, seitdem steht ihr hier? Ja. Weil wir gleich praktische Ausbildung machen. Und ich warte auf mein Taxi. Nein! Und ich warte auf mein Taxi. Genau, und er wartet darauf, dass er mitgenommen wird. Richtig. Ich komme gleich in die JVA, müssen sie wissen. Du, ich glaube, ich gehe gleich wieder aus dem Dienst. Ja, also jetzt nicht. Ja, wenn sie noch länger brauchen, würde das auch nichts mehr mit der schriftlichen Ausbildung, oder? Ja, das ist halt LSPD, da ticken die Ohren langsamer.
Ja, ist der ganze Papierkram, der dahinter steckt. Also, ja. Ich warte auch noch 10 Minuten, dann gehe ich auch außer Dienst. Weil. Macht halt. Vor allem, ich bin nicht hier, um nur rumzustehen, ne? Also, warum? Sie arbeiten doch. Sie reden mit kompetenten Cops. Das ist ein Punkt, ja, aber. Wir auch was tun, so, ne? Außer mit kompetenten Cops zu reden. Darf man sie Pumuckl nennen? Oha. Nenn mir einen guten Grund. Soll ich dir den Spiegel rüberreichen? Abgelehnt. Okay, gut. Nee, ich wollte nur fragen, weil jeder hier kriegt von mir einen Spitznamen. Cool, aber ich sehe nicht wie Pumuckl aus, weil ich habe keine roten Haare. Übrigens sind die braun. Naja, es ist so ein Rotbraun. Ja. Rotbraun. Also es ist schon mehr rot als braun. Fuck, dann muss ich mir die Färben gehen. Also, ändern richtig, wieder. Deswegen also, frage ich ja. Genau. Ja, eigentlich, nee, ich glaube, der Friseur hat da ein bisschen falsch gefärbt. Die sollten eigentlich. Ein bisschen falsch die Farbe zusammen. Ja, der hat naja. Ein bisschen die Farbe falsch gemischt. Der hat gedacht, sie wären Pferde, hat aber den falschen Topf gegriffen. Hm. Ja, ja. Ah, die stehen doch alle in meinem Nacken. Okay, alles gut. Ja, die werden jetzt wahrscheinlich mein psychologisches Gutachten auswerten. Von gestern. Ah. Vor allem, statt sie mir einfach schnell das Praktische geben und ich mach das, ratter das schnell ab, dann könnte ich noch bei euch schnell mitmachen. Aber nein, natürlich nicht. Sie müssen sich schnell die Zeit nehmen. Ja, frag doch einfach, ob die Sophia dir das gerade schickt. Naja. Wie Briggs hieß sie mit Nachnamen, ja. Ne? Ja. Ja. Go. Ach, ich knack hier wirklich viel ein. Ja, sollen wir gleich mal geschlossen. Oh oh. sollen wir mal geschlossen gleich alle fünf außer Dienst gehen? Nein. Abgelehnt. Oh geil, ich hab schon wieder Geld bekommen. Yeah. Ich hab geringverdiener Lohn, geil. Heißt wirklich bodenlos. Ja, ich habe mir gerade erstmal eine Wohnung da und so eine Sozialwohnung gekauft. Wenigstens etwas. Wow, wie kannst du das leisten? Ich werde dreimal in der Woche geblitzt. Ich habe vier Auto. Sorry. Was ist das jetzt? Ja, ich habe ihr ins Ohr geschrien. Achso. Empfindlich Ohren, die Dame. Nee, du musst überlegen, ich habe vier Autos. Heute Abend gibt es noch ein fünftes und eventuell kaufe ich mir auch noch eine Wohnung. Boah, Angeber, gib noch ein bisschen mehr an, ja? Ich bin halt nur 20. Ja, also cringe, wenn du 5 Autos hast. Ja, richtig. Also wirklich, es reicht doch schon ein Moped. Warum? Wenn du mal mies gegen die Tür treten kannst. Also wenn ich mindestens 5-mal am Tag das Auto wechseln kann und jedes Mal ein anderes Auto fährt in der Woche, also wirklich cringe. Nur weil du gut, ich verkaufe immer auch mein Auto, Autos aber... Hast. Ja und? Ich mag halt Autos. Kannst du mir eins verkaufen? Wenn du es dir leisten kannst? Ja, das sind Ferraris. Also ich... Oh, achso, die 1,2 Millionen da, okay, alles klar. Mhm. Ja, damit kannst du dir den Hinterreifen kaufen, ja. Ja, also ich, ja, ist okay. Bist du ungefähr, ja, nee, hast du die Hälfte, kannst du das halbe Auto haben. Ist alles gut. Ja. Okay, alles zu strain ist alles klar. Hä? Was? Hä? Den peile ich jetzt nicht. Ah, egal, einfach nicht hinterfragen. Er hat gerade gesagt, alles Trainees, okay. Ja, ich dachte, das ist eigentlich logisch mit der Farbe. Aber egal, einfach nicht hinterfragen. Ja, das ist, sie ist farbenblind, rot-grün blind. Ja. Alles gut, ich sag aber sie ist blau. Warum rot-grün blind, wie kommst du darauf? Hast du den Witz nicht verstanden, weil wir alle blau sind, wie kann sie rot-grün blind sein? Das hab ich gelacht. Achso. Verkranzt, Digga. Ah. Ich muss auch schon essen. Einmal bitte bei Major melden. Sie fahren mit ihm einmal auf Streife. Jetzt haben wir Jalla hier. Sorstein, fahr Zugriff. Einmal Major für den LSPD bitte. Einmal Abholung. Von der steht da hinten. Achso. Sie gehen immer zu ihnen einfach. Der Herr in Weiß. Achso, okay. Der da am Boden liegt. Okay, sorry. Ah, jetzt erkenne ich Gott, sie. Oh Gott, oh Gott. Sorry, das Niveau ist gerade mega, oder? Grüße Sie. Ah, einen wunderschönen. Was kann ich für Sie tun? Das gibt für heute direkt mal einen Minuspunkt für dich. Ah. Ja, das ist dein neuer alter Kollege.
Oh, Sie, haben Sie gekündigt? Nein. Hat einen längeren Europaurlaub gemacht. Ah, okay. Ah, ich verstehe. Wir werden jetzt öfter zusammenarbeiten. Ah, okay. Ja. Das ist richtig. Aber Sie haben eine sehr, sehr angenehme Stimme. Das ist sehr nett. Dankeschön. So langsam, nicht so schnell. Also ich denke wie mal, der Herr Evans. Ich bin etwas beschränkt, was meine aktuelle Stimmlage angeht. Deswegen muss ich mich auch anpassen. Ach, ich sag mal so, wenn der Dienst stimmt, ich sag mal so, solange Sie schießen können, ist die Sprache egal. Ich glaube, da bin ich dann auch schon wieder falsch hier, weil ich kann nämlich überhaupt nicht schießen. Ich kann mich noch so grob an Erzählungen erinnern, wo ich bei mehreren Schüssen einfach dann tot umgefallen bin. Innerhalb einer Sekunde. Und das als erster. Das war so gut, Verfolgungsjagd. Hatten Sie Rückstoß? Nee, pass auf, Bobby fährt. Verfolgungsjagd. Und die halt, das war noch mit den Oceans. Zwei Fahrzeuge, wir auch mit zwei, drei Fahrzeugen. Bobby fährt, Schießerei halt aus dem Auto. Auch schön. Die Bösen bleiben stehen. Und okay. Bobby fährt auf einmal wie ein Blöder, nur im Kreis, die ganze Zeit. Und ich so, Bobby, Alter, bleib stehen. Ich guck nach links, neben mich liegt der tot mit dem Gesicht auf dem Lenkrad und fährt im Kreis. Schön. Fühl ich. Also das ist meine allererste Erfahrung als hier, ne, mit Verfolgung und Schießerei, alles drum und dran. Und ich bin der Erste, der abnippelt hier. Ich lob ihn noch, dass er gut da gehandelt hat und gemoved hat und nicht dumm stehen geblieben ist, aber dann fast einen Kollegen platt gefahren hat. Und sehe, okay, der bewegt sich nicht mehr. Einmal kurz Themenwechsel. Welche Streife wollen Sie sein, die dritte? Ah, machen wir die. Ja, ich muss gerade noch, Bobby, den D-Funk. Wenn du mal im D-Funk guckst, Bobby. Du müsstest da jetzt Dienstcheck haben. Ja, gib mir eine Sekunde. Kein Stress, ich hab Zeit. Wollen Sie einen Kaugummi? Nein, danke. Stinke ich etwa? Nein, Sie duften. Haben Sie mich jetzt gerade indirekt beleidigt? Nein, Sie duften. Major, Sie? Schreibt dir das schön auf, ne? Das ist nicht so. Ich liebe so diesen männlichen Geruch, wenn es nach Schweiß stinkt. Gut. Wo sind wir denn? Das ist unter. Ne, Leitung siehst du ja gar nicht. Das müsste eigentlich ganz oben bei dir sein, Dienstcheck. Ja, da bin ich, aber ich suche gerade eher. Da hast du ja die verschiedenen Emotes, auf die du reagieren kannst, und die Erklärung steht ja dabei. Ja, und welche Streife sind wir? Drei. Drei? Ja. Du machst dann einmal im Dienst und Streife 3 dann. Ja, warte, wo? Ach, hier, okay. Okay, das ist cool. Ja, das ist eigentlich das Einzige, was Neues, was du nicht kennst. Copnet kennst du ja. Ja gut, wenn ich da noch die Sachen dafür weiß. Ich glaube, ich habe ein kleines Büchlein irgendwo in meinem Zuhause. Notfalls musst du einfach Sophia nochmal anrufen, die resettet dann ein Passwort. Ach jo. Na gut, dann gehen wir den jetzt mal einkleiden. Wollte ich nämlich gerade fragen, weil... Ja komm, ich ruhe mein Fahrzeug. Ja... Ja. Ich sehe nichts. Ja, das Auto hat gerade keinen Bock. Ja. Marisa, dann noch mal. Was? Okay. Ja, ich kann es nicht ausparken. Okay, dann probieren wir halt den. Geht auch nicht. Okay. Kann ich Autos ausparken? Wahrscheinlich nicht, oder? Dann probieren wir mal den. Nö. Ich kann nichts ausparken. Okay, dann machen wir Feierabend. Okay. Auszuparken, egal welchen ich ausparke, keiner kommt. Also Mama, halt. Ich kann mich gerade nicht bewegen. So, bitteschön, Mate. Hat er das? Ja. Geändert werden wieder. Ja. Nein, aber bitteschön.
So, jetzt aber. Ja, probieren Sie es nochmal. Also sag mal. Oh. Schau, ist mir anscheinend jetzt die Hand ausgerutscht. Entschuldigung. Streife 3 ist wieder auf Streifendienst. Bobby, also, brauchst du Bargeld? Warte, lass mich kurz meine Finanzen checken, ja. Ich kann dir auch was geben, alles gut. Wie viel teuer sind denn 850. Hier die Sachen geworden? Ach, okay, ist ah, nicht so viel Geld habe ich noch. Ich habe vorhin auch schon für die Reparatur 5000 für Kane bezahlt. Er hat ja wieder Autos geschrottet. Also das überfordert mich jetzt ein bisschen mit dem Verkehr hier auf der Straße. Jetzt sieht man gar nicht mehr... Soll ich fahren? Noch ne, alles gut. Das geht mir halt jetzt schon auf den Sack, ne? Dass dann hier herrenlose Fahrzeuge überall rumstehen. Ja, das ist halt Los Santos. Da rechts ist ein Gleitflieger, der explodiert gleich wahrscheinlich. Haben Sie die Nummern für die Trainee oder muss ich das machen? Der ist kein Trainee. Ach so, okay. Der ist Lieutenant. Ah, okay. Nein, gut. Jetzt Corporal. Ach, Corporal. Ja, okay, sorry. Das heißt, Sie übernehmen das, weil für Corporal habe ich keine Nummern. Corporal ist das gleiche wie Officer. Sagen Sie das nicht? Ja, gut. Fest. Auf dem Weg von dem Meeting Point hier hoch, wenn du dich erinnern kannst, Major, da stehen Tausende von einfach so rum. Das ist, nee, das ist nicht mehr lustig. Ich kam da gar nicht durch. Dieser Verkehr, der ist einfach so. Da ist so, die Hanna. Torso 459. Moment. Seien Sie lieb zu Hanna, die ist hart. Ich dachte, du sagst jetzt sensibel. Nee. Welche Nummer war das im Fach? 459. 400! Ja. Da sind ein paar Klamotten dazugekommen. Gehen Sie doch rückwärts, ist schneller. Das habe ich jetzt auch realisiert. Ich habe nämlich 120 verstanden oder 140. Nein, 400 irgendwas. So viele kleine Stücke wollte ich heute eigentlich nicht anprobieren. Ja, es gibt es dann halt einmal in Kurzarm und einmal in Langarm, aber ich kann es eigentlich kurz nehmen. 459. Und dann in Schwarz. Was? Ja, guck mal die Farben weiter durch. Nee. Nee. Also ich fand das letzte schon ein bisschen attraktiver. T-Shirt 122. 122, kommt sofort. Ja. Ihre Bestellung kommt sofort, alles klar. Ah, wollen Sie tauchen gehen? Alles klar. Ja, ein bisschen. Ja, Arme habe ich jetzt 48, aber du kannst ja andere nehmen. Geh doch nach meinem Vorbild. Aber halt gucken, dass du keine Löcher hast, kennst du ja. Hose 167. 167. Ist es gewollt, dass Sie eine Maske tragen? Ja. Ja, die klebt gerade fest, die muss ich gleich wieder ausziehen. Ah, okay. Ich wollte schon sagen, die da oben, die Tiere, die haben Mundgeruch, aber okay. Schuhe 25. Boah, aber der in der Mitte, der schielt ganz schön. Was hat der getrunken? Jägermeister? Nein, Halsschmuck 1 wird ja passen. Brille egal, Ohrschmuck 0, Schussweste 10. Muss halt mal Farbe gucken mit Police, das ist ja immer, ja, da haben wir sie ja schon. Das war's. So, und jetzt kommt das Geschäftliche. Ja, ich hau die Batzen auf den Tisch. So,
Okay. Ist fertig. Ach, wir müssen. Ach, scheiße, wir müssen nochmal ins PD. Du musst deine, deine Waffen suchen, ne? Ein Fahrzeug suchen. Ja. Ja, dann fahren wir jetzt nochmal ins PD. Dann guckst du mal, ob da dein Fahrzeug ist und ob die Waffen da drin sind. Wenn die nämlich nicht da sind, weil das Parksystem hat ein bisschen Probleme gehabt, kann es sein, dass wir dein Fahrzeug erstmal suchen gehen müssen. Aber wir gucken jetzt mal. Wir fahren jetzt erstmal wieder ins PD. Du guckst, welche Fahrzeuge da sind und dann gucken wir weiter. Alles klar. Falls sie gleich Fahrzeuge suchen geht, würde ich dann außer Dienst gehen, weil ich habe auf Sucherei heute keine Lust mehr. Okay. Weil ich habe mein gestriges Leben schon gesucht und nicht gefunden. Ja, das ist schlecht. Und ich bin jetzt auch schon wieder 3 Stunden im Dienst, deswegen. Ja, du hast deine Seele ans Penny verkauft. Ja, ich muss der Frau Briggs beweisen, dass ich hier bleiben darf. Das ist doch nicht wahr, dieses Schlüsselsystem, Alter. Also ich sitze schon drin. Ja. Ich sitze auch schon drin. Bringt euch nichts, wenn der Fahrer noch nicht sitzt. Warum? Wir haben doch ein paar fliegende Autos hier, oder? Der bremst nicht. Wir hätten ja auch rot gehabt. Ach so. Nicht, dass sie noch einführen, dass wir Ampelphasen einhalten müssen. Aber funktionieren denn die Ampeln wieder hier? Ja, funktionieren haben die schon immer, aber teilweise standen die ja 5 Minuten auf Rot. Also hast ja keinen Bock, 5 Minuten bei Rot stehen zu bleiben. Ist rot. Aber die funktionieren jetzt bei jedem genauso, wie es jetzt bei mir. Oh mein Gott, was. Oh, schön. Also die Aussage bei mir war, die Ampel rot oder grün, die funktioniert nicht mehr. Das ist wunderschön. Da geht mein Herz immer noch rum. Gut, guck du mal dein Fahrzeug. Ich bin mal einmal. Warte mal, packen wir hier. Ich bin einmal schnell nochmal im Kopf und dann geht gleich los. Alles klar. Ich steig mit aus. Ich geh. Achso, sie sind im Kopf. Okay, alles klar. Ich spreche mal ein bisschen leiser, damit die da lernen können. Ich spreche doch leise. Nee, ich rede von mir. Oh. Ich war auf 8. Auf 8. Redet ruhig für 15 Leute, ne? Genau. Ja. Ah. Die machen jetzt Übung anhalten. Also funken über Megafon über B. Einmal LSPD, einmal rechts ranfahren. Schlüssel bitte auf Armaturenbrett und so weiter. Ja, das kommt drauf an. Für Lautsprecher. Wie geht denn der Lautsprecher an? Versuch mal mit dem N-Muskel, mit dem B-Muskel. Ja, B ist es bei mir nicht auf jeden Fall. G. Oder N. Also ich denke mal, das wird sich auf die Autosuche beschließen, weil ich sehe hier nämlich gar nichts. Dann würde ich fast behaupten, wir gehen dann oben auf den Parkplatz. Warte mal, warum reden die so laut? Oh, weil die Training haben. Lass uns kurz in den Flieger. Wunderbar. Also, ja, weil die Megafon haben, dann gehen wir kurz in den Flur. Also wie gesagt, du hast ja gesagt, du wolltest dich ja melden. Ich weiß es nicht. Ich habe eigentlich noch Bock zu arbeiten. Also wissen Sie, wie man Autos findet? Das kriegt man doch an jedem einzelnen Einparksystem raus, oder? Richtig. Ja, dann dürfte ich das auch hinbekommen. Soll ich Sie begleiten? Hier oben ist ja ein Parkplatz direkt. Oder warten wir auf den Kollegen? Ja, wir warten auf den Kollegen. Okay. Sonst wird er nachher sauer und zieht mir eins. Ja, und ich heiße Sauer Stein, dankeschön. Ah, alles gut. Ah, herrlich. Ich habe jetzt auch jetzt nichts mitbekommen, wer sie jetzt falsch genannt hat. Nein, ich habe nur gesagt, dann wird er sauer und ich habe gesagt, und ich bin sauer Stein. Haben Sie den Dialog verstanden? Ich habe den Dialog jetzt durch Ihre Erklärung verstanden, mein Gutster. Ja, ich bin ab und zu mal ein bisschen komisch.
komisch ist jeder. Aber ich finde schön, dass sie zurückgekommen sind. Ja, war ein langer Kampf mit der Entscheidung. Da steht, soweit ich weiß, aber ich habe mich dafür das Gute entschieden. Oh, ich glaube, wir sollten noch weiter reingehen. Jetzt reden die vor der Tür. Hm. Das ist jetzt schriftlicher Teil. Ja. Wie gesagt, ja gut, wir können ja mal schon mal wieder zum Kollegen gehen. Da können wir uns der ist, glaube ich, noch nicht. Oh, erstmal wird Frau Blitz geschlagen. Okay. Das ist immer so dumm, wenn die Muskeln so nah aneinander liegen. Ja, ja, alles gut. Alles gut hier, er hat sich ausgerutscht noch. Alles klar. Ich wollte eigentlich die Tür zumachen. Ja, alles gut. Okay. Ach, herrlich, oder? Ja, es ist immer wieder schön, wenn die Neulinge den Chefs eins auf die Schnauze geben. Hm. Wobei mir jetzt hier auch schon wieder diese Weste mir schon wieder auf die Lunge drückt. Ist das schlimm? Ja, wegen Autounfall halt. Warte mal. Oh, befreiende. Wissen Sie was? Die 13 oder der 13 meldet sich 10-2. Ich gehe in Feierabend. Ah, schön Feierabend. So. Schön Feierabend. Ja, ich denke mal, Autosuchen kriegen sie alleine hin. Und ja. Ja, das kriege ich hin. Ah, scheiße. Ah, oh, das hasse ich. Warte. Nochmal Gehalt mitgenommen. Jetzt haben wir nämlich LSPD Trainee-Ausrüstung. Sehr schön. Dann stempeln wir uns mal kurz aus. Damit hätte ich die 5000 auch schon wieder drin. Für die Reparatur von vorhin. So, und dann. Okay, ist nämlich jetzt blau. Ist nämlich mein Zuhause. Aber wir müssen ja dahin. Dann einmal aus dem Funk abmelden. Schwupp. Ist leider schon vergeben. Was ist mit der 4 oder ist sowas nicht möglich? Also 04? Ja, dann nehme ich die. Scheiße, scheiße, Lenjotan. So, dann fahren wir in unser eigenes Apartment. Okay, da fallen Autos vom Himmel. Sehr geil.
Und Abfahrt. So, dann haben wir es ja gleich geschafft. So, dann schauen wir uns noch mal kurz meine Wohnung an. So, das ist meine kleine Wohnung. Esstisch, kleiner Fernseher, kleine Kochecke. Bettchen. Dusche, Toilette. Also alles da.